Wo ihr Pferde Nerds und herzlich willkommen zu einem neuen Serenity Talk und zwar diesmal zu dem Begriff der erlernten Hilflosigkeit. Dieser Begriff kam ja in den letzten Wochen, Monaten, aber spätestens als die Pferdeprofis wieder aufgekommen sind, so sehr auf, dass er schon inflationär benutzt wurde. An vielen Stellen hieß es, oh, das Pferd gerät in die erlernte Hilflosigkeit. Und ich dachte, wir räumen das Ganze mal auf. Worum geht es eigentlich? Was bedeutet das überhaupt? Und wie kann man ein Pferd in die erlernte Hilflosigkeit bringen? Und wie vor allen Dingen auch nicht? Also darum soll es heute gehen. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, was bedeutet erlernte Hilflosigkeit? Erlernte Hilflosigkeit ist die aufgrund negativer Erfahrungen entwickelte Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation verloren zu haben und für diesen Zustand selbst verantwortlich zu sein. Der Begriff bezeichnet ein psychologisches Konzept zur Erklärung von Depressionen. Es klingt jetzt natürlich sehr wie die psychologische Definition der erlernten Hilflosigkeit beim Menschen, so ist es natürlich da auch, aber das Experiment dazu hat man mit Hunden gemacht. Tatsächlich wurde die erlernte Hilflosigkeit von einem Herrn Seligmann und seinen Kollegen eher zufällig erfunden bei der Experimentierung zum Thema Konditionierung, also klassischer Konditionierung. Vielleicht kennen einige das noch aus der Schule, dieses Experiment, dass man für einen Hund eine Glocke geläutet hat und ihm dann Futter gegeben hat und auf das Futtergeben entstand ein Speichelfluss und zusammen mit der Glocke wurde dann das Ganze so konditioniert, dass der Hund erwartet hat, wenn die Glocke klingelt, dass dann auch Futter kommt und dann auch schon der Speichelfluss kam, obwohl nur die Glocke geläutet hat und kein Futter dort war. Dieses typische Experiment kennen, denke ich mal, viele und dazu gibt es noch mehr Sachen. Ne? Das ist halt ein Mechanismus, wie Tiere und auch Menschen lernen durch klassische Konditionierung. Das heißt also im Grunde der Erfüllung von Erwartungen, die dann eben auftreten. Und jetzt aber zu der erlernten Hilflosigkeit gibt es nun folgendes Experiment. Das Experiment von Seligmann ist in zwei Phasen eingeteilt. In der ersten Phase wurden Hunde in drei Gruppen eingeteilt, die jeweils unterschiedlich auf den Versuch in Phase 2 vorbereitet wurden. Die erste Gruppe wurde nach den Regeln der klassischen Konditionierung trainiert. Sie bekamen Elektroschocks, die sie jedoch durch Betätigung eines Hebels abstellen konnten, sogenannte Fluchtgruppe. Die zweite Gruppe konnte mit ihrem Verhalten nichts gegen die Elektroschocks machen, die sogenannte York-Gruppe. Die dritte Gruppe wurde die Kontrollgruppe. Hier bleiben die Elektroschocks komplett aus, beziehungsweise sie wurden am ersten Tag gar nicht mit eingesetzt. In der zweiten Phase wurden die Hunde in eine Shuttlebox gebracht und diese Box war mit zwei Kammern ausgestattet, die durch ein Hindernis voneinander getrennt waren. Der Boden dieser Box konnte abwechselnd elektrisch aufgeladen werden, somit herrschte einmal auf der einen Seite elektrische Spannung, ein andermal auf der anderen Seite. Die Reaktion der Hunde fiel je nach Vorbereitung unterschiedlich aus. Die Hunde der ersten Gruppe, der Fluchtgruppe, und der Kontrollgruppe, also der dritten Gruppe, verstanden den Mechanismus und sprangen einfach über die Hürde auf die andere Seite der Box, um den Stromschlägen zu entgehen. Viele der Hunde aus der zweiten Gruppe, also aus der York-Gruppe, bewegten sich hingegen nicht. Sie versuchten nicht einmal, auf die andere Seite der Box zu kommen. Einige legten sich sogar hin, um abzuwarten, bis die Behandlung zu Ende ist. Die Tiere, die am ersten Tag also schon gelernt haben, dass ihr Verhalten nichts an der Situation ändert, die haben also auch gar keine Motivation gehabt, über dieses Hindernis drüber zu springen. Wohlgemerkt war es so, dass nicht alle Hunde gleichzeitig drin waren, sich die Hunde aus der York-Gruppe sich das also auch nicht abschauen konnten, sondern es nur darauf beruhte, was sie vorher erfahren haben. Das ist also erlernte Hilflosigkeit. Wenn Tiere, und wir beschäftigen uns hier nur mit Tieren, gelernt haben, dass ihr Verhalten zu nichts führt und sie Sachen nur noch irgendwie aushalten können, um irgendwie aus der ganzen Situation herauszukommen. So, nun sagte ich ja schon bereits, dass der Begriff der erlernten Hilflosigkeit gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr inflationär benutzt wurde und vor allen Dingen im Zusammenhang mit Natural Horsemanship oder allgemein mit Horsemanship, also auch so wie wir arbeiten, in Zusammenhang gebracht wurde und gesagt wurde, hey, so wie ihr arbeitet, bringt ihr eure Pferde in die erlernte Hilflosigkeit. Okay, da fragen wir uns natürlich, wie denn? Denn
Ich denke, dass sich viele gar nicht so die Gedanken machen, was für Lerneffekte eigentlich eintreten und was denn eine Belohnung ist und was nicht. Wir arbeiten sehr viel mit sogenannter negativer Verstärkung. Das heißt also, wir setzen dem Pferd ein Problem aus. Das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel eine Plastiktüte, die wir in die Nähe bringen. Und wenn das Pferd das gewünschte Verhalten zeigt, und in diesem Fall heißt es stehen bleiben, ausatmen, dann entfernen wir das Problem wieder. Das heißt, wir verstärken das gewünschte Verhalten, indem wir etwas wegnehmen, deswegen negative Verstärkung. Das heißt aber auch, die Pferde lernen sehr wohl, dass sie mit ihrem Verhalten aus der Situation herauskommen. Das heißt, durch diese Geschichten kann keine erlernte Hilflosigkeit entstehen. Die erlernte Hilflosigkeit entsteht eher beim Floating. Das heißt also, dass man das Pferd immer wieder mit noch mehr Sachen irgendwie behängt, bis das Pferd einfach stehen bleibt und sagt, okay, irgendwann ist es vorbei. Das ist eher ein Problem der erlernten Hilflosigkeit, ist aber kein Konzept aus dem Natural Horsemanship, sondern es geht eher darum, durch Annäherung und Rückzug dem Pferd zu zeigen, hey, guck mal, wenn du stehen bleibst und dich entspannst, dann gehen deine Probleme auch weg. Das ist das, was wir gerne haben wollen. Genauso funktionieren viele, viele andere Sachen, wie wir den Pferden Dinge beibringen, auch. Also, indem wir zum Beispiel einen Schenkeldruck, Schenkel anlegen, wenn du weggehst, dann hört auch der Druck auf. Das ist ganz, ganz viel verbreitet. Genauso ist es aber auch, wenn wir Grenzen aufzeigen. Also, wo das ja auch sehr, sehr viel verwendet wurde, war ja zu dem Video von der Sierra, also zu der ersten Folge, zu dem Verladen mit dem Pony, was dann in den fahrenden Hänger reinreiten sollte. Wer da unsere Reihe verpasst hat, kann da gerne nochmal reinschauen. Und da ging es auch darum, dass viele der Meinung waren, dass das erlernte Hilflosigkeit ist, weil das Pferd ja jetzt nur noch den Ausweg sieht, in diesen Hänger reinzugehen. Und genau da ist der Knackpunkt. Es gibt einen Ausweg aus der Situation. So, man kann darüber gerne streiten, ob das zu grob ist oder ob man das netter machen könnte und so weiter, sehr gerne. Aber mit erlernter Hilflosigkeit hat es nichts zu tun, wenn es einen Ausweg aus der Situation gibt, durch ein Verhalten, was man zeigt. Das heißt also, auch wenn da der Ruck für viele zu grob war, wie auch immer, führt dieser eine Ruck nicht zu einer erlernten Hilflosigkeit. Hier ist es eigentlich eher eine Kombination aus negativer Verstärkung und positiver Strafe. Auch wenn positive Strafe sehr nett klingt, ist es bei positiver Strafe so, dass ich ein Verhalten, was ich nicht möchte, bestrafe, indem ich etwas hinzufüge. Sprich, wenn, also jetzt um bei dem Beispiel von Sierra zu bleiben, wenn mein Pferd wieder der Meinung ist, es will jetzt abdampfen, kriegt es einen Ruck mit dem Halfter, ist eine positive Strafe, denn ich füge Druck hinzu, um das Verhalten abzustellen. So, und mit dieser Kombination kommt man auch zum Ziel. So, es ist sehr verbreitet. Die positive Strafe und so viel Strafe, wie man zufügen möchte, das kann man natürlich variieren, muss man auch nicht. Im Grunde ist positive Strafe auch, mein Pferd fällt aus dem Trab raus und ich treibe es wieder an, vielleicht auch energischer, damit es sich angewöhnt, nicht aus dem Trab herauszufallen. Zum Beispiel ist auch eine positive Strafe, auch wenn es vielleicht erstmal nicht danach aussieht. Aber wenn ich dazu nochmal detailliert ein Video machen soll, kann ich das auch gerne machen zu diesen vier Lernmechanismen. Nun, gibt es denn erlernte Hilflosigkeit bei Pferden wirklich? Ja, gibt es. Und ist das Ganze zu verurteilen? Auf jeden Fall. Denn wir wollen keine toten Pferde haben und wir wollen halt auch weiter Partner haben, die mit uns zusammenarbeiten und die auch durchaus eine eigene Meinung haben und die sich aber trotzdem in unseren Grenzen, die für uns ja unser Leben sichern, sich bewegen. Ne? Also darüber kann man auch gerne nochmal reden. Zum Beispiel, Pferd reißt sich los und rennt auf die Straße, ist durchaus lebensbedrohlich für andere Menschen und fürs Pferd. Da müssen Grenzen gesetzt werden. Meiner Meinung nach ganz klar. Aber solche Sachen wie die liebe Rollkur, die immer noch nicht vollständig verboten ist, jetzt wird es irgendwie nur noch als LDR, LRD, frag mich, keine Ahnung, bezeichnet. Das ist eine erlernte Hilflosigkeit. Denn diese
Mechanismen, dieses, ich halte mein Pferd einfach fest, es kriegt keine vernünftige Luft mehr, es sieht nicht mehr, es ist einfach nur noch unter Schmerzen gesetzt. Und das über längeren Zeitraum und ohne, dass das Pferd daran irgendetwas ändern kann. Das ist ein typisches Verfahren, um ein Pferd in eine erlernte Hilflosigkeit zu bringen. Genauso auch alles, was irgendwie fest ist und nicht nachgeben kann. Also viel zu tief eingestellte Hilfszügel zum Beispiel, die das Pferd in eine absolut unbequeme Situation bringen und aus der es einfach nicht rauskommen kann, egal was es tut. Und vor allen Dingen, wenn sie mit Gummizug sind. Denn beim Gummizug hat man immer noch das Problem, dass wenn das Pferd sogar noch weiter nachgibt, der Gummi immer noch weiter dran zieht. Kann auch sehr, sehr problematisch sein. Man könnte auch über solche Sachen wie das Barren oder wie es jetzt netterweise gesagt wurde, das Touchieren auch gesprochen werden. Schließlich wird beim Barren oder Touchieren dem Pferd die Stange ja trotzdem vor die Beine gehauen, auch wenn es hoch genug gesprungen ist. Könnte man darüber reden, ob das auch schon eine Form der erlernten Hilflosigkeit ist, wobei das Pferd ja zumindest beim Turnier versucht, der höher zu springen. Es gibt aber auch genug Pferde, die tatsächlich dann gelernt haben, okay, es ist scheißegal, wie hoch ich springe, weil ich kriege die Stange sowieso vor die Beine gehauen. Das ist tatsächlich ein Problem des Barrens, aber sollte ja eigentlich auch verboten sein. Leider wurde es halt einfach nur umbenannt in Touchieren und irgendwie werden diese ganzen Fälle weiter einfach unter den Tisch gekehrt. Fallen euch noch weitere Verfahren, Mechanismen für die erlernte Hilflosigkeit gerade beim Pferd ein, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu, wie ihr das Ganze wahrnehmt, wie der ganze Umgang mit der Thematik halt auch ist und vor allen Dingen mit den Begriffen. Ich finde es immer schwierig, wenn einfach so Begriffe in den Raum geworfen werden, die furchtbar traurig klingen und das natürlich auch sind, aber an Stellen, wo man eigentlich nur etwas völlig diffamieren möchte, ohne dass man tatsächlich weiß, was es wirklich ist. Und das ist etwas, was irgendwie immer häufiger vorkommt, habe ich so das Gefühl. Wie ist da eure Meinung zu? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ihr könnt natürlich auch gerne Verfahren aus dem Western etc. Hier in die Kommentare reinschreiben, was auch zur erlernten Hilflosigkeit führt. Also lasst uns gerne darüber reden. Ich finde es wichtig, dass man das Ganze transparenter macht und dass man da viel mehr Möglichkeiten aufzeigt, wie man es auch besser machen kann. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst dem Video gerne ein Like da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao! But we set out to walk 1,000 good miles from our hometown, leaving everyone behind as their slow fires die down. Once we left, we found it harder and harder to slow down, 'cause we set out to walk 1,000 good miles.